Herzlich willkommen zum Unboxing-Video des iPhone 5. Hier seht ihr das Paket des neuen iPhone und wie wir es eigentlich von Apple auch kennen, sehr, sehr edel und toll gestaltet. Wenn man das iPhone 5 einfach mal auspackt, sieht man hier auch schon das Schmuckstück. Es ist entsprechend mit einer Folie gesichert und hält sich auch schon sehr gut in der Hand. Im Vergleich zu den bisherigen iPhones ist es natürlich ein bisschen größer, liegt aber ansonsten sehr, sehr gut in der Hand. Hier an der Seite ist eben der kleine Slot für die Nano-SIM-Karte und das Ganze ist in Aluminium. Ansonsten, wie man es von den bisherigen iPhones auch kennt, kann man hier sich erstmal weitere Informationen holen, und zwar gibt es hier eine entsprechende Bedienungsanleitung, wie man das erste Mal mit dem iPhone umgeht, was man alles speziell damit machen kann und zusätzlich weitere Informationen und natürlich die obligatorischen Apple-Aufkleber dürfen natürlich nicht fehlen. Zusätzlich gibt es hier eine kleine Öffnung, mit der man die Nano-SIM-Karte rausholen kann. Was ganz Besonderes sind natürlich hier dieses Mal die Kopfhörer, die Apple beigepackt hat. Ich werde dazu nochmal ein gesondertes Video drehen. Diese Kopfhörer sehen ganz anders aus als das, was man bisher so von Apple kannte. Ich bin gespannt, wie sie in Sachen Soundqualität mit den bisherigen Kopfhörern mithalten können, beziehungsweise auch mit anderen Kopfhörern, die man an das iPhone anschließen kann. Zusätzlich, das kennen wir schon, ist es das USB-Ladegerät. Etwas kompakter als die bisherigen Geräte. Das hier ist hier noch ein altes Gerät. Da sieht man auch schon den großen Unterschied. Eine weitere Besonderheit ist das Kabel, womit man das iPhone aufladen kann bzw. verbinden kann. Wir sehen hier schon, dass dass der Dock-Connector viel schmaler geworden ist. Und entsprechend hier ist auch das neue Kabel dazu. Im Gegensatz zu dem bisherigen Kabel, ich hole das mal her, ist das sehr, sehr viel kleiner. Der Vorteil ist, man kann es von beiden Seiten aus in das iPhone tun. Das war ansonsten immer ein bisschen nervig beim bisherigen. Es ist natürlich ein bisschen nachteilig, dass man jetzt sämtliches Zubehör, was man hatte, einfach neu kaufen muss. Ansonsten nichts Besonderes, nichts besonders Neues. Wenn man das iPhone 5 einschaltet, ganz normaler Begrüßungsbildschirm, wie man es bislang auch schon vom iPhone kannte. Die ersten Schritte mit dem neuen iPhone 5 werde ich in einem gesonderten Video nochmal betrachten. Hier nur mal kurz der Einschaltprozess. Und dann dürfte man eigentlich auch gleich schon zum Begrüßungsbildschirm kommen, wo man dann die ersten Schritte mit dem iPhone durchführen kann. Das war das kleine Unboxing-Video zum neuen Apple iPhone 5. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei und bis dann!